Tor! Tor! Emotionen, ja, wenn es um Fußball geht, dann sind sie da. Eine Fangemeinschaft, klar, davon lebt der Fußballclub. Als der SK Vöst um die Meisterwürde gekämpft hat in der Saison 73-74, habe ich mit Freunden und mit Hilfe meines Vaters wirklich ein Transparent noch gebastelt, Buchstaben ausgeschnitten. Und das weiß ich noch heute, da ist oben gestanden: Wir begrüßen die Gäste, wünschen aber dem SK Vöst das Allerbeste. Und das ist in blau-weißen Buchstaben oben gestanden. Und war damals auch Ausdruck einer Fankultur, aber ich glaube einer relativ freundlichen und vor allem eher gastfreundlichen und höflichen Fankultur. Positive Fans oder Fans sind extrem wichtig und es ist halt immer schwer, also dass man da den Spagat findet. Also die Emotionen gehören dazu, aber sie sollen dann nicht zu viel werden. Aber ich sage, als Fußballer ist es extrem wichtig, dass Emotionen und auch, ich sage auch, ich bin ein Befürworter von Pyrotechnik, auch Pyrotechnik im Stadion ist. Ehrlich jetzt? Ja, schon. Also ich sage, das ist einfach wirklich was, wenn das kontrolliert gezündet wird und wirklich darauf aufpasst wird und die Fangruppen da wirklich mit Hirn vorgehen, ist das einfach für einen Spieler eine ganz tolle Geschichte. Leider hört man immer wieder von Ausschreitungen auf den Tribünen vor den Stadien oder gar Schlägereien zwischen den gegnerischen Anhängern. Es hat natürlich immer wieder mal diverse kleinere Scharmützel gegeben, vor allem wenn es das Derby gegen LASK war. Das ist eine Rivalität, wo sich halt dann einzelne Gruppen gegenseitig aufhussen. Ja, das hat schon in früheren Zeiten auch so weit ausgeartet, dass der eine oder andere vielleicht irgendwas einmal am Kopf gekriegt hat. Aber im Großen und Ganzen waren diese ganzen Derbys heuer eigentlich alle verhältnismäßig ruhig. In England haben sie schon die totale Überwachung, haben noch mehr Sitzplätze. Das wollen wir nicht, aber ich sage schon, wenn man es nicht anders mehr schafft, als wie, dass man mit Personenfeststellung arbeitet, muss man das tun, weil es zu viele gibt, die dabei draufzahlen, wenn es in ein Stadion zugeht. Das hat man ja vor nicht allzu langer Zeit in Wien feststellen können, am Rapidplatz, was da los war. Das gibt es auch bei uns, bei dem einen oder anderen Spiel, selbst in unteren Ligen. Und die haben am Fußballplatz nichts zu suchen. Das ist eigentlich nur die Sache einer Minderheit. Und diese Minderheit gehört grundsätzlich eliminiert aus den Stadien. Die haben nichts zu suchen, denn letztlich nehmen sie den Club und die anderen Zuschauer in Geiselhaft. Und daher wollen wir in Zukunft die Stadionverbote konsequent durchsetzen und wollen dafür sorgen, dass nicht eine Minderheit die große Mehrheit terrorisiert. Ein Zeichen in Richtung positive Fankultur setzt der Künstler Tom Strobel. Thematisiert werden Fans aus den 18 wichtigsten Kultclubs des Landes. Ich bin kein Fußballfan, sondern ich bin der Fan der Fans. Das gibt auch immer die negativen Sachen, die dann irgendwie tagelang in den Medien schweben, in der Headline. Ne? Und es gibt aber auch die friedliche Begegnungskultur dieser Anhängerschaften von x-beliebigen Vereinen, die waren mir wichtig. Ja. Gewaltige, kreative Energien in den Stadien statt Gewalt. Eine Fankultur, die Kunst macht. It's coming,